1000 Base-Abonnenten. Ich bin hier wieder unterwegs mit Yamaha in Südafrika, in Kapstadt. Und heute schaue ich mal an die MT10. Aber ihr seht schon hinter mir mit den Koffern, das ist die sogenannte Tour Edition. Sind wir heute gefahren, eine 360 Kilometer Tour. War leiwand, habe ich einiges zu berichten. Ja, die MT10 Tour Edition ist im Prinzip, wie soll ich sagen, ein Ideengeber, was man aus der MT10 alles machen kann. Und da ist halt, wie soll ich sagen, ein Zubehörpaket von Yamaha einfach fix drauf montiert, zu einem halbwegs guten Preis-Leistungs-Verhältnis, um auch ein bisschen eine Idee zu geben, ja, wie universell das Motorrad ist. Schauen wir uns das gemeinsam an. Wir haben da vorne mit dabei eine relativ hohe Tourenscheibe vorne drauf beim Megatron. Wir haben dann hinten die Seitenkoffer mit dabei, Softbags, sind von dem renommierten Hersteller, man sieht es am Logo, SMO, ich steche voll auf die Firma, investieren und expandieren ganz schwer. Und dann hat man noch, man sieht es, eine höhere und komfortable Tourensitzbank, wirklich komfortabel. Und ich bin da heute unterwegs gewesen mit der MT10 SB. Und mit der MT10 Tour Edition. Und es ist so, dass die MT10 Tour Edition im Prinzip eine 2017er MT10 mit ein bisschen Zubehör drauf ist. Ganz wichtig übrigens, ja, es ist die MT10, unabhängig davon, ob Tour Edition oder normal, ja, im 2017er Jahrgang abgegradet worden. Die hat jetzt ein besseres Mapping, hat wirklich gut funktioniert und hat das Motorrad gefühlte nochmal 50% besser gemacht. Und was auch mit drauf ist, wo ist er? Schaltassistent. Schaltassistent ist mit dabei. Also jetzt weiß ich aber gar nicht, ob der nicht letztes Jahr auch schon dabei war, bin ich ganz schlecht vorbereitet, tut mir leid. Soweit zu den Updates zum 2017er Modell. Was bedeutet das mit diesem mit dem neuen Mapping? Ja, das neue Mapping hat den Vorteil, dass dieser Motor, dieser CP4, dieser Crossflame 4 Motor, ja, ein unheimliches Universaltalent wird. Der ist unten, im unteren Drehzahlbereich, ist der so ein geschmeidiges und einfach zu fahrendes Aggregat und der hängt derartig präzise am Gasgriff, dass es eine Freude ist. Also das kann man ohne Ruckeln, ohne Zuckeln so fein dosieren, ab 1500, 2000 Touren, 6. Gang, 5. Gang, egal was, 1. Gang sowieso. Und wenn man es dann aber oben schreien lässt, die MT10, dann ist das ein echter Genuss, eine richtige Fahrfreude. Und das macht das Fahrzeug wirklich, wirklich fantastisch. Und wenn diese Motorabstimmung gut ist, ist eigentlich schon die halbe Miete. Ja, ist schon die halbe Miete da. Gehen wir ein paar Komponenten gemeinsam durch. Ihr seht schon hier, das ist ja das bekannte Chassis aus der Yamaha R1. Man sieht aber natürlich ein paar, hier zum Beispiel einen Stahlrohrrahmen hinten drauf. Nicht wie bei der Yamaha R1, Alurahmen. Insgesamt ist es jetzt nicht bloß eine gestrippte Yamaha R1, es sind 60% der Chassisteile anders und man glaubt im Sattel gar nicht, dass das mal ein Supersportler war. Also das ist wirklich ein angenehm zu fahrendes Naked Bike und vor allem auch in der Tour Edition mit der gemütlichen Sitzbank durchaus, wie soll ich sagen, ein würdiger Nachfolger von der Feser, die ich sehr, sehr gern gehabt habe. Also Yamaha ist es echt gut gelungen, hier mit dieser 2017er Motorabstimmung hier ein Fahrzeug zu machen, das nicht mehr viel gemeinsam hat mit einem Supersportler, außer wenn es darum geht, da richtig Adrenalin rauszuprügeln, aber einen fantastischen Fahrkomfort hat. Man sitzt hier, und ich probiere das gleich mal herzuzeigen. Ich setze mich da mal kurz rauf. 1,85 bin ich groß. Ich glaube, der Kniewinkel ist angenehm. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Und wir waren ja heute den ganzen Tag unterwegs. Also ich fühle mich echt fantastisch. Wir sind gerade abgestiegen vom Motorrad. Es waren knapp 400 Kilometer, die wir da heute insgesamt mit beiden Modellen gefahren sind. Und ganz abwechslungsreiche Geschichten. Wir haben uns
durch die Rush-Hour durchgekämpft. Wir sind am Strand entlang gefahren, wir sind Bergstraßeln gefahren, schnelle Passagen, langsame Passagen, also sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und das hier war mit beiden Modellen, also sowohl da drüben mit der MT-10 SB als auch hier mit der MT-10 Tourer Edition, wirklich ein schöner Ausflug. Und naja, man hat es echt geschafft, hier aus so einem adrenalingeladenen Aggregat wie diesem CP4-Motor so ein fantastisches Naked Bike hinzustellen. So, bevor wir jetzt aber zum Lobhudeln anfangen, also was mir nicht so taugt hat, ich bin ja am Vormittag gefahren mit der MT-10 SB und die hat ja hier nur, wie die normale MT-10, dieses ganz normale kleine Schildchen hier drauf. Und das hat für mich wunderbar funktioniert. Und hier mit der vermeintlichen Tourenscheibe habe ich, muss ich ehrlich sagen, ein Problem gehabt. Also das war so laut am Helm, das hat für mich böse Turbulenzen gehabt, habe mich da viel weniger wohlgefühlt zu oben vom Winddruck her mit der ganz normalen Maske. Möglicherweise bin ich ein bisschen zu groß dafür, also diese Windabrisskante ist mir genau in den Helm reingefahren. Ich muss sagen, das hier vom Windschutz für mich perfekt, das hat super funktioniert bis 160, 170, ein bisschen am Winddruck am Oberkörper, überhaupt kein Problem. Und hier habe ich es am Oberkörper weniger Winddruck gehabt mit der Halbschale, aber dafür deutlich lauter im Helm. Also dieses Zubehörteil hat mir jetzt nicht so taugt, der Rest war okay. Also wenn man dann bei kälteren Temperaturen fährt, freut man sich über diese Rally Guards. Das Gepäcksystem, fantastisch. Also wir sind gefahren, das schnellste was ich gehabt habe waren 210. Das ist immer stabil geblieben, es war fast nicht zu spüren. Also es war nicht zu spüren und es ist ja auch von der Baubreite, wenn man sich es von vorne anschaut. Man sieht es ja hier, es ist genauso breit wie der Lenker. Das heißt, man kann sich trotzdem super durch den Asphaltdschungel durchquälen und stört da überhaupt nicht beim Drängeln. Also diese ganzen Zubehörteile gut gewählt, bis auf die Windscheibe bin ich mit meiner Größe, war ich nicht ganz happy damit, aber ja, müsst schauen, wie das für euch passt. Es ist dann noch mit dabei bei dieser Tour Edition diese Navi-Halterung. Die ist auch mit dabei und das TomTom gibt es zum Sonderpreis. Ich glaube 199 Euro kann man es kaufen, wenn man so eine Tour Edition nimmt. Und was ist noch zu sagen? Was ich natürlich bei einer Tour Edition immer vermisse, sind Heated Grips, also Heizgriffe. Habe ich persönlich sehr, sehr gerne. Also die wären für mich noch ein logisches Add-on gewesen, was man hier auf seine Tour Edition raufgeben kann. Gibt es im Zubehör, aber die hätte ich mir hier noch dazu wünschen. Ansonsten, diese Tour Edition, gehen wir da gemeinsam eine Runde. Sieht man, was man daraus machen kann aus der MT-10. Ja, erinnert mich wirklich an die gute alte Faser. Vergleich, die natürlich etwas radikaler wirkende MT-10 SB, die es übrigens im Sommer auch dann in einer Tour Edition zu kaufen gibt. Und natürlich kann man sich ja auch die MT-10 SB selber upgraden und daraus ein Tourenfahrzeug machen. Ich würde mal als Tipp nehmen, wenn man groß ist, die höhere Sitzbank hier drauf und dann habe ich im Prinzip schon die Tour Edition und die Windscheibe würde ich mal weglassen persönlich. Die Seitenkoffer, wenn man es braucht, sind wirklich empfehlenswert, haben gut funktioniert und so kann man sich ja im Prinzip aus dem riesen Yamaha Zubehörprogramm seine eigene Lieblings-MT-10 zusammenbauen. Und ich habe auch hier bei unserem YouTube-Kanal ein wirklich umfangreiches MT-10 SB Testvideo auch noch drauf und das müsst ihr euch auch anschauen, weil da war ich auch wirklich begeistert davon, von diesem elektronischen Fahrwerk von Öhlins. Und sind zwei ganz tolle Motorräder und im Prinzip hat es Yamaha geschafft, da ein adrenalingeladenes Aggregat so zu domestizieren, dass das wirklich gut im Alltag funktioniert, aber man hat riesen Freude damit. Dann ist hier in der SB ein endgeiles Öhlins Fahrwerk, hier ein immer noch gutes Kayaba Fahrwerk mit drin und so eine tolle Bereicherung für den Naked Bike Markt. Danke Yamaha, großartige Sache.
was ich von euch natürlich noch brauche, ist ein bisschen Feedback. Vielleicht ist ja der eine oder andere Faser-Fahrer unter euch, was sagt, hier ist diese Tour Edition ein würdiger Nachfolger für die Faser 1000, für die FZS. Und was sagt ihr, ist die Front mit dem Windschild leibernd oder ist sie ohne Windschild leibernder? Wie seht ihr das? Und was natürlich auch noch wichtig ist, was sagt ihr zur Farbgebung? Hier haben wir ja Naturalu und hier auch Naturalu-Look, blau, schwarz kombiniert bei der SB, wohingegen die Dura Edition gediegenere Schwarz hat. Ich weiß nicht, was euch besser gefällt, würde mich interessieren, postet mal das unten drunter.